Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute machen wir weiter in unserer kleinen Serie über das Covered Call Writing. Und zwar geht es heute um Covered Call Writing für Trader. In einem der letzten Videos haben wir schon darüber gesprochen, Covered Call Writing, wann und für wen ist es das Richtige? Und da hatten wir ja schon herausgestellt, dass es einen Unterschied gibt, ob ich Covered Call Writing als Trader mache oder ob ich es als Investor mache, also als jemand, der schon die Aktien vielleicht im Depot hat und auch behalten möchte. Heute wollen wir uns mal dem Thema Trader zuwenden und werden das Ganze aber in zwei Videos aufsplitten. Und als erstes möchte ich auf einen kleinen Kommentar eingehen. Und zwar habe ich unter einem der Videos gelesen und ich kriege es auch immer mal per Mail geschickt oder lese es in einem Forum oder irgendwo, dass dann gesagt wird, naja, das ganze Covered Call Writing lohnt sich ja nicht, weil man kauft eine Aktie und dann schreibt man einen Call darauf und dann schmiert die Aktie ab, dann hat man Verlust in der Aktie und dann nützt mir das bisschen Prämie hier oben überhaupt nichts. Stimmt aber diese Aussage eigentlich? Wenn wir uns mal richtig überlegen, wenn wir das mal auseinandernehmen, ich mache es jetzt mal so, wie es auch in etwa geschrieben wurde. Also, ich kaufe eine Aktie, verkaufe dann darauf einen Call und dann schmiert die Aktie ab und ich verliere. Da muss man natürlich erstmal sagen, was hat denn das mit dem geschriebenen Call zu tun? Ganz wichtig ist eines, was man sich immer wieder vor Augen halten muss. Beim Covered Call Writing liegt das Risiko immer in der Aktie. Und niemals in dem Call. Das heißt also, die Frage könnten wir auch umstellen, nämlich, dass wir sagen, ich kaufe eine Aktie und dann schmiert die Aktie ab. Und warum hat sich dann das überhaupt gelohnt, eine Aktie zu kaufen? Weil dann wird nämlich schon eher ein Schuh draus. Warum kaufe ich also überhaupt Aktien? Und jetzt, wann kaufe ich denn überhaupt Aktien als Trader? Auf was sollte ich denn da achten? Und das ist nämlich genau der erste Punkt, was ganz, ganz viele Leute beim Covered Call Writing und gerade wenn es darum geht, ich mache das als Trading, was dann viele falsch machen. Nämlich, wenn du als Trader Aktien kaufst und darauf dann vielleicht Optionen schreibst, dann müssen wir erstmal überlegen, warum macht man denn das überhaupt? Wir haben in diesem ersten Video, wir verlinken euch das auch nochmal, haben wir ja schon gesagt, okay, wir kaufen deswegen Aktien und schreiben Calls darauf, weil wir auf der einen Seite vom Anstieg der Aktie profitieren und auf der anderen Seite natürlich noch eine zusätzliche Prämie über den Verkauf der Call-Option einnehmen. Und jetzt kommt hier aber ein neuer Punkt, nämlich wir wissen ja, dass uns diese Prämien, dass die oftmals im Verhältnis sehr, sehr klein sind. Ne? Also dass wir vielleicht sagen, wir haben 5 Dollar Preisanstieg in der Aktie. Wenn wir 100 Stück haben, sind das für mich aus 500 Dollar oder wir haben, was weiß ich, 50 Cent, dann sind es immerhin 250 Dollar. Aber wir haben vielleicht nur eine Prämieneinnahme von 50 Dollar insgesamt. So, das rechnet sich ja eigentlich gar nicht. Könnte man ja auch denken, behalte ich doch die Aktie eigentlich so. Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, macht das 100 Mal. Nehmt 100 Mal in einer Aktie, die ihr tradet oder in Aktien, die ihr tradet, 50 Dollar zusätzlich ein. Dann sind das 5000 Dollar. Und dann kann genau das nämlich mal passieren, dass in einem Trendwechsel die Aktien anfangen zu fallen. Und dann könnt ihr diese ganzen Prämien, die ihr vorher eingesammelt habt, nutzen, um diese Verluste auszugleichen, sodass es sich insgesamt rechnet. So. Und jetzt müssen wir auf eins achten, nämlich, wann sollte denn ein Trader überhaupt Covered Calls machen? Und dazu ist Folgendes notwendig. Nummer 1, er muss eine Umfeldanalyse machen. Die Markttechniker würden jetzt sagen, er muss die Großwetterlage beurteilen. Und Nummer 2, und das ist auch ganz entscheidend, er muss die einzelne Aktie beurteilen. Und jetzt schauen wir uns mal heute als allererstes mal diese Umfeldanalyse an. Großwetterlage, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. Wenn wir Covered Calls schreiben wollen und vom Anstieg der Aktie profitieren und noch die Prämie kassieren wollen, dann müssen wir ein bullisches Marktumfeld haben. Das heißt, wenn ich euch jetzt mal hier diesen Chart einblende, das ist der S&P 500, da seht ihr, das ist kein bullisches Marktumfeld. Also momentan in der aktuellen Situation würde man keine Covered Calls schreiben. Wir schauen uns mal den DAX an und auch beim DAX seht ihr hier in diesem Chart, auch da würde man momentan keine Covered Calls schreiben. Warum? Weil der ganz einfach nicht in einem bullischen Marktumfeld ist. Ne? Der Gesamtmarkt,
der zeigt momentan eher nach unten und jetzt wird es vielleicht die ein oder andere gute Aktie geben, aber wenn du mit dem Kauf von Aktien Geld verdienen willst, und zwar als Trader, wir reden nicht über einen Investor, sondern als Trader, dann musst du dir ein Umfeld heraussuchen, wo Aktien besonders gut laufen, und zwar die Masse der Aktien, nicht die einzelne, weil es ist sehr schwierig zu sagen, ich habe hier 30 oder 100 oder 500 Aktien und jetzt finde ich genau die 10 oder die 5 oder die 3, die gerade steigen. Nein, die Masse muss steigen. Und was könnten wir jetzt machen, wenn ihr euch jetzt mal den nächsten Chart anschaut, ich mache euch den hier mal auf, und da seht ihr diesen roten Pfeil, den ich hier eingezeichnet habe. Das wäre zum Beispiel ein Umfeld, was man sehr gut nutzen könnte, um Covered Calls zu schreiben. Aber wie können wir denn so ein Umfeld herausfinden? Das heißt, wir brauchen eine gewisse Filterfunktion. Und da plädiere ich dafür, etwas wirklich Einfaches zu machen. Ich bin ein großer Anhänger dieser KISS-Strategie. Also, dass man sagt, man macht es nicht wahnsinnig kompliziert, sondern man macht einfache Dinge. Weil wir wollen nicht den Index handeln, wir wollen nur ein insgesamt positives Umfeld haben. Und da kann man zum Beispiel so Dinge machen, wie es auch hier eingezeichnet ist. Ihr könnt ganz einfach hergehen und sagt, ich nehme gleitende Durchschnitte und sage eben, wenn beispielsweise jetzt der 21er über dem 50er liegt oder wenn der 50er über dem 200er liegt, dass die Zahlen spielen jetzt im Grunde keine Rolle. Nehmt einen schnellen, nehmt einen langsamen Moving Average, legt die übereinander und wenn der eine über dem anderen ist, dann ist das eben ein Aufwärtstrend. Also das heißt, der schnelle über dem langsamen Aufwärtstrend und wenn der langsame über dem schnellen ist, dann ist es ein Abwärtstrend. So, und damit habt ihr eine Filterfunktion und wenn ihr das macht, dann werdet ihr sehr, sehr schnell herausfinden, wann ist ein gutes Marktumfeld und wann ist kein gutes Marktumfeld. Das Problem ist aber, dass viele Händler natürlich es nicht aushalten, auch mal vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr mal auf ihren Händen zu sitzen und sagen, ich mache keine Covered Calls. Viele sagen dann, wenn ich trade, dann muss ich immer traden. Aber immer dran denken, wir werden doch nicht fürs Traden bezahlt, sondern für das, was am Ende rauskommt, nämlich für die Gewinne. Das ist unser Verdienst. Und nicht, dass wir sagen, ich drücke auf den Knopf. Der Einzige, der was verdient, wenn ihr auf den Knopf drückt, garantiert, das ist der Broker. Und es geht ja nicht darum, den reich zu machen, von dem die goldene Kundenkarte zu bekommen, sondern wir wollen ein Umfeld haben, wo unsere Strategien mit großer Wahrscheinlichkeit richtig liegen. So, das heißt, allererstes, Covered Calls für Trader, sucht euch ein positives Umfeld. Ob ihr das so macht wie wir, mit gleitenden Durchschnitten, oder ob ihr da irgendwas anderes nehmt, Trendlinien, von mir aus Elliott Ways, was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Findet für euch ein positives Marktumfeld, es muss natürlich offensichtlich ein positives Marktumfeld sein und dann handelt, dann sucht ihr Aktien. Und wie wir diese Aktien finden, wie wir das machen können, das schauen wir uns im zweiten Teil an. Also das heißt in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Schreibt mir eure Erfahrungen hier unten in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder. Freue mich aufs nächste Mal. Euch bis dahin. Alles Gute an der Börse. Viel Erfolg beim Optionshandel. Servus, macht's gut. Bye, bye.